Leandro 15. Unsere Sportfreunde spielen am Ende 2:2 gegen Eintracht Rhein in einer sehr turbulenten Partie. So kurz nach Abpfiff jetzt, wie ist da so die Stimmungslage bei dir jetzt persönlich? Also im Grunde genommen sind wir erstmal froh, hier immer noch ungeschlagen zu sein auf jeden Fall. Aber ich glaube, irgendwo nagt das schon an der Mannschaft so, dass wir halt wieder so kurz vor dem Dreier stehen und auch vor allem auch zu Hause. Wir wollen endlich zu Hause 3 Punkte holen und deswegen sind die Gefühle halt irgendwo gemischt, denke ich mal. Du bist in der Halbzeit reingekommen. War es wahrscheinlich auch so symptomatisch für den Aufschwung in der zweiten Halbzeit auch mit beteiligt. Was habt ihr euch in der Halbzeit vorgenommen? Ihr lagt mit 0:2 hinten, wolltet das Publikum wahrscheinlich nicht enttäuschen. Was habt ihr euch vorgenommen und was hat auch sehr gut funktioniert in der zweiten Halbzeit? Ja, ich denke mal, auf jeden Fall Moral zu zeigen. Das war, glaube ich, auch der Schlüssel in den ersten 2 Spielen. Und ich bin auch froh, dass wir das zum 3. Mal auch geschafft haben, nach einer 2-0, also wenn wir 2-0 zurückliegen, dann wieder zu kommen. Und ich glaube, das war halt so auf jeden Fall das Wichtigste, da nicht den Kopf hängen zu lassen. Und ja, das war halt. Und das Tor zum 1:2 hat dann quasi nochmal so ein Stück weit für die Wende gesorgt. Du hast es per Kopf erzielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie würdest du die Situation beschreiben? War das einstudiert aus dem Training oder ist das jetzt einfach so entstanden im Spiel? Wir haben seit kurzer Zeit haben wir ein bisschen länger schon Standards geübt und üben das auch immer wieder. Und das hilft natürlich auch dabei. Ich glaube, dann, wenn man dann nach einer Ecke ein Tor schießt, dann zeigt das auch, was wir im Training machen. Das hat auch Sinn. Und ich bin froh, dass man damit dann auch auf jeden Fall kurz nach der Halbzeit dann wieder zurück ins Spiel kommt. Ich glaube, das war ein wichtiger Zeitpunkt für mein erstes Tor und deswegen bin ich auch froh darüber. Genau, du hast auch eine sehr positive Vorbereitung gespielt, wurdest aus der Jugend hochgezogen, belohnst dich heute auch mit dem Tor oder mit dem zwischenzeitlichen 1:2. Was für ein Gefühl gibt dir das, quasi aus der Jugend hochgezogen zu sein bei der ersten Mannschaft heute, ein wichtiges Spiel zu machen, ein wichtiges Tor zu erzielen? Ja, ich musste Geduld haben. Ich meine, letzte Woche saß ich halt 90 Minuten auf der Bank. Ist auch okay. Der Trainer weiß, wie er aufstellen muss. Er will das Spiel ja auch einfach gewinnen. Und ich bin froh, dass ich das Vertrauen bekommen habe. Wie gesagt, die Vorbereitung war gut. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich hier 45 Minuten heute spielen durfte. Und umso schöner ist es dann, mein erstes Tor zu machen. Und ich glaube, dass wir aus der A-Jugend einfach die Qualität auch dazu haben, die Mannschaft weiterzubringen. Und das bin nicht nur ich, das ist auch letzte Woche Berkan Kotsch oder Furkan oder Andi. Das ist überragend. Ich glaube, wir haben da schon genug Qualität, um hier Fuß zu fassen. Okay. Leandro, nochmal Glückwunsch zum Tor und alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Jussi, 2:2 steht es am Ende gegen Eintracht Rheine. Aus Sicht des Kapitäns, wie würdest du quasi die Gefühlslage so kurz nach Abpfiff beschreiben? Ich würde schon sagen, dass man von einem gerechten Ergebnis sprechen kann, weil Rheine uns erste Halbzeit im Griff hatte. Vielleicht nicht so dominant wie wir sie zweite Halbzeit, aber unterm Strich, denke ich, geht es in Ordnung, obwohl wir mehr Chancen hatten, hinten raus auch mehr vom Spiel und zweite Halbzeit eine gute Moral gezeigt haben. Ja, unterm Strich können wir aber damit leben, dass wir noch nicht verloren haben. Eben im Mannschaftskreis nach Abpfiff wolltest du vor allem auch das Positive nochmal herausstechen. Also immer noch ungeschlagen, zweite Halbzeit große Leistungssteigerung. Was habt ihr euch vorgenommen im zweiten Durchgang? Und was ist vielleicht auch, was hat auch gut funktioniert? Ja, ich glaube, es sah von oben auch erste Halbzeit anders aus, als es sich angefühlt hat. Ja. Weil vom Gefühl her haben wir erste Halbzeit fast noch mehr Aufwand betrieben. Das heißt, an der Einstellung oder am Kampf lag es nicht. Wir waren vielleicht nicht so ganz in den Räumen, wo der Gegner war, erste Halbzeit. Dementsprechend haben die es auch fußballerisch sehr gut gemacht und uns ja ab der 10., 15. Minute dominiert. Dann kommt die Verletzung hinzu. Das sind natürlich alles Faktoren, wo man dann so ein bisschen aus dem Spiel kommt. Deswegen war Rheine dann besser, hatte ein bisschen Überwasser, haben uns dann zweite Halbzeit zusammengerauft, haben aber auch gespürt, dass heute auf den Rängen die Unterstützung groß war, nicht nur jetzt auf der Gegengeraden, sondern insgesamt mit 10 Applaus. Das war ein tolles Spiel da, zweite Halbzeit. Und ich denke, dass wir dann auch noch die Chance hatten, das Siegtor zu machen. Hat leider nicht gereicht, was hinten raus schade ist, aber wie gesagt, das geht so in Ordnung. Wir hatten gerade auch Leandro 15 hier, der das zwischenzeitliche 1:2 erzielt hat. Du hast ja den Vollelfmeter zum 2:2 dann vollzogen. Hast du die Situation noch vor Augen? War es Elfmeter? Und ja, wenn es einer war, was hast du dir beim Elfmeterpunkt gedacht? Den haue ich jetzt einfach rein. Hattest du ein gutes Gefühl auch bei dem Schuss? Ja, Fuad setzt sich super durch und ist einfach schneller als der Gegenspieler, ist dementsprechend den Schritt vorher am Ball und dann wird er gefoult, hat sich auch, glaube ich, keiner beschwert. Ja, hab mir gedacht,
oder war davon überzeugt auch, dass ich ihn reinmache. Ich denke, so muss das sein. Mhm. Aber die Vorleistung dazu oder die Vorarbeit vom Fuhr natürlich super. Und ja, einer muss ihn dann schießen und ich bin froh, dass ich ihn dann auch reingeschossen habe. Und du hast es auch gerade erwähnt, wir sind immer noch ungeschlagen. Wir haben 8 Tore aktuell auf der Habenseite. Ist vielleicht noch die Defensive so ein Stück weit die Achillesferse bei uns, weil wir im Moment noch viele Gegentore kassieren? Hat man erst halbzeit gesehen, glaube ich, dass wir da noch ein bisschen Probleme haben, Luft nach oben. Ich glaube aber, dass es mit kleinen Justierungen da auch besser wird, dass wir zweite Halbzeit uns taktisch ein bisschen umgestellt haben, direkt mehr Zugriff hatten, haben dann auch zweite Halbzeit keinen mehr bekommen. Und ich glaube, wir müssen als Mannschaft defensiver ein bisschen besser arbeiten. Das hat nichts mit den Leuten hinten zu tun. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber wir entwickeln uns stetig weiter und wollen weiter punkten. Dominik, 2:2 am Ende steht es hier oder stand es hier im Signal-Leimach-Stadion gegen Eintracht Rheine. So kurz nach Spielabpfiff, vielleicht ähnliche Situationen wie nach Holzwickede. Ist es ein Punktgewinn? Sind es Punktverluste? Wie würdest du das Spiel einordnen? Ja, wenn du so direkt fragst mit dem Vergleich Holzwickede, dann ist mehr Punkt Gewinn. Weil wir lagen 2-0 hinten und dann fühlt sich das immer besser an, wenn man nochmal zurück ins Spiel kommt. Aber am Ende, wir wollten hier gewinnen. Wir haben sicherlich auch 15 Minuten anfangs ganz ordentlich gespielt, haben die Riesenchance zum 1-0. Ja, und dann ist halt Fußball gegen uns immer irgendwie hart. Also ich habe gefühlt, erster Torschuss ist drin und dann kippen wir so ein bisschen aus den Latschen. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt, weil das uns nicht passieren darf. Da müssen wir einfach die Ruhe bewahren. Wir hatten bis dahin eigentlich alles im Griff. Liegen 2-0 zur Pause hinten, weil wir einfach dann auch schlecht reagiert haben auf diesen Rückstand, schlecht gespielt haben auch. Dann kommt die Verletzung mit Duran noch dabei, ist natürlich auch so ein Wermutstropfen. Ja, aber nach der Pause, wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen. Ich glaube, das kann man eh der Mannschaft selten absprechen, also dass Leidenschaft gefehlt hat oder Sonstiges. Und man hat ja dann auch gesehen, dass es funktioniert. Ich hatte das Gefühl, Gegner war auch K.O., weil das Tempo dann schon hoch war. Ja, am Ende ist halt ärgerlich, wir haben noch ein, zwei Chancen. Ich glaube, der Kopfball, wo sich 15 und oder Yildirim und Krämer selbst irgendwie am Kopfball hindern, musste halt frei von 7 Metern Tor treffen. Ne? So, dann musste hier gewinnen, haben aber auch wieder Glück mit der Latte. So, am Ende ist vielleicht ein gerechter Punkt für beide Parteien, weil nur zum Rückstand zu drehen, musste dann schon, gehört schon viel dazu. Aber wir wollten gewinnen und das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Die Mannschaft hat auch im zweiten Durchgang nochmal ein anderes Gesicht gezeigt, ist dann, wie du eben auch schon gesagt hast, wahrscheinlich ja, im perfekten Zeitpunkt nochmal rangekommen durch das 1:2 von 5 Sinn. Was habt ihr euch in der Halbzeitpause vorgenommen? Was wolltet ihr unbedingt ändern? Womit warst du sehr unzufrieden, vielleicht so rückblickend auf die ersten 45 Minuten? Ja, ich glaube, dass das einfach auch immer, Fußball ist ja auch immer ein bisschen Momentum. Ne? Mhm. Wir spielen eigentlich gut, liegen 1-0 hinten. Das ist schon mal ätzend, das ist wie gegen Holzwickede, man hat das immer im Kopf. Und dann, ich jetzt sage, da haben Spieler schon mal irgendwie eine Idee, die keine richtig gute ist. Aber man liegt 1-0 hinten, man hat ein schlechtes Gefühl und ja. Dann weicht man von dem Plan ab, den man vorher eigentlich bereitgelegt hatte, weil so ein Tor immer ein Spiel verändert. Wenn das aber in die falsche Richtung geht, dann ist das eher kontraproduktiv. Also wir waren gegen den Ball, wir wollten irgendwie vorne drauf gehen, zumindest so 3-4 Spieler. 3-4 wollten es nicht oder wollten es eher nicht so hoch machen und dann läufst du halt viel hinterher, wenn der Gegner auch Fußball spielen kann. Ich glaube, das hat Rheine dann auch ordentlich gemacht. Aber da müssen wir uns weiterentwickeln als Mannschaft. Es ist nicht, dass keiner will, aber es ist irgendwie, die eine Hälfte will dann das, die andere will das und dann kriegst du ein Problem im Fußball, egal wo du spielst. Ja, 2-0 muss man auch mal ehrlich sein, der trifft den gar nicht richtig und dann geht er ins Tor. Also wir haben auch nicht das Glück gepachtet, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja, du kommst zurück nach der Pause, wir haben uns vorgenommen, wir wollen alles geben und ich habe auch in der Kabine gesagt, wenn eine Mannschaft zurückkommen kann, dann sind wir das. Wenn wir jetzt mal ein bisschen kühlen Kopf haben und dann einfach mal unseren Stiefel auch so ein bisschen runterspielen, den Gegner bewegen und Tor war natürlich perfekter Zeitpunkt. Ne? Leandro hat ein gutes Spiel gemacht nach der Einwechslung. Ich denke auch Okay kommt rein und macht das hervorragend dann. Ja, und dann bist du halt wie letztes Mal Holzwickede hier, irgendwie im Aufwind. Und ja, ich glaube nach der Trinkpause war so ein bisschen das Feuer raus. Aber die war glaube ich auch trotzdem ganz gut, sonst wäre der eine oder andere gleich umgekippt. Vielleicht eher von Rheine, denn von uns, aber ist ja auch egal. Am Ende, wir sind nicht geschlagen worden nach dem dritten Spieltag. Trotzdem 3 Punkte wären natürlich ja, verdienter, weiß ich nicht, aber sie wären schon auch, hätte sich glaube ich keiner beschwert. Mhm. Ja, und so müssen wir halt mit dem einen leben. Und wenn wir jetzt mal so die Tabelle lesen, jetzt nach den ersten 3 Spieltagen, haben wir 8 Tore erzielt, was aus 3 Spielen sicherlich erfreulich ist. Ist aber trotzdem wahrscheinlich die Defensive noch aktuell so ein Stück weit die Achillesferse? Ja, aber ich glaube, da macht man sich auch immer zu einfach. Ne? Also ja. Wir haben letztes Jahr wenig Tore gemacht, wir hatten aber viele Torschancen. So, jetzt kann man sagen, okay, wir könnten nicht aufs Tor schießen. Dass man Chancen hat, ist meistens erstmal gut. Jetzt haben wir hinten, lassen wir eigentlich ganz wenig Torchancen zu. Also Münster schießt erste Halbzeit einmal aufs Tor, zweite Halbzeit zweimal. Holzwickede
bleibe ich bei, war klar abseits. So, sonst schießen die auch in 5-8 Minuten einmal aufs Tor und der ist halt immer drin. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man alles schlecht macht. Ich glaube nein, sonst hätte der Gegner ja mehr Chancen. Nur dass der Ball immer drin ist, ist irgendwie immer sehr bitter, fragwürdig, ich weiß nicht. Ne? Also Thies hält an einen gut heute, glaube ich, zweite Halbzeit, wo er abtaucht gegen 1 gegen 1. Der macht ja auch keinen schlechten Job. Nur der Ball ist immer drin, wenn die mal im 16er sind. Und wir sind halt viermal im 16er, erste Halbzeit, fünfmal im 16er und kriegen das Ding nicht rein. Ja, das ist halt Fußball. Vielleicht müssen wir uns einfach erarbeiten. Ich glaube, die Ausgangslage ist halt nicht so schlecht. Wir sind 5 Punkte gestartet, ist solide, war jetzt nicht der Top-Start, aber war solide. Die Liga ist verrückt. Ich glaube, da geht jede Woche irgendwo ein Ergebnis, wo man sagt, so, da kann man gar nichts einschätzen. Ja, jede Woche arbeiten und jede Woche mal abliefern. Ich habe auch gesagt, wenn wir mal 90 Minuten 100% abliefern, glaube ich nicht, dass uns jemand schlägt. Müsste halt mal passieren. Ja, vielleicht kann man diese 100% ja nächste Woche beim Tabellenführer zeigen. Kommen wir gerade noch zur letzten Frage. Die bezieht sich jetzt auf, du hattest beide Namen schon genannt, Berkan Kocs und Leandro Fünfsinn. Beides Spieler, die aus der Jugend hochgezogen wurden. Berkan Kocs dreht, wenn man so will, schon fast im Alleingang dann das Münsterspiel. Heute Fünfsinn sorgt dafür, dass wir nochmal reinkommen. Bist du da auch froh, dass aus der Jugend so eine Qualität kommt, dass man mittlerweile auch Spieler hat? Oder was heißt mittlerweile? Aber man hat Spieler, die in der Oberliga mithalten können und so eine Mannschaft auch nochmal nach vorne bringen? Ja und nein. Also ich glaube, in der Jugend wird gut gearbeitet. Das will ich vorne wegschicken. Die Spieler kommen und haben eine Menge Potenzial. So. Aber die Spieler haben nicht das Potenzial wie ein Spieler, der von Preußen Münster kommt, der A-Jugend-Bundesliga gespielt hat und U17-Bundesliga gespielt hat, weil das ein ganz anderes Niveau ist. Und die müssen viel lernen. Also Kocs hat ein unfassbares Tempo. 15 hat einen unglaublichen Körper und ein unglaubliches Tempo. Aber man sieht es auch bei Leandro, er dribbelt halt in drei Gegenspieler rein, weil das in der A-Jugend funktioniert. Wenn dann aber einer vor dir steht, der 1,95 ist und 95 Kilo wiegt und der dich dann umhaut, funktioniert das halt nicht. Ja? Und so ein Spiel hat halt einen Rhythmus, ein Spiel hat einen Ablauf und dann da gehört halt viel dazu. Und ich sage, ich bin jetzt heute auch mit Marco Bayer nochmal nach dem Spiel ins Gespräch gegangen. Wir haben bei Björn Joos, der immer noch 22 ist, immer noch so viele Baustellen und der spielt halt auf einer zentralen Position, wo mir dieses Rhythmusgefühl immer noch abgeht, obwohl der 22 ist. Nicht, dass der schlecht spielt, aber da könnte noch so viel mehr sein. Und wir müssen das halt weiter ausbilden. Das ist nicht auf dem Knopfdruck da. Und ich glaube, die A-Jugend hat letztes Jahr eine brutale Saison gespielt, weil sie auch viele Gegner ausgekontert hat mit schnellen Spielern. Nur werden wir nicht viele Konter fahren. So, und das ist halt auch die Frage. Ne? Also Schnelligkeit hilft ja nur, wenn Raum da ist. Da müssen die schon noch mehr lernen. Und sie sind gut ausgebildet, sie sind ordentlich ausgebildet, aber Oberliga-Herren, wenn man dann auch oben irgendwo ran will an die ersten fünf, dann muss man ja nur mal gucken, was die anderen Vereine so zur Verfügung haben. Das ist, und Erfahrung macht halt immer auch viel aus, muss man auch sagen. Ja? Und ich glaube, wir haben eine gute Mischung, das wird uns auch noch weiterbringen, aber manchmal dauert es halt einfach noch ein bisschen.